Herr Landesrat, ein Weltrekord wurde gebrochen. 12.953 Kilowattstunden haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger auf den Messetagen erradelt. Den alten Weltrekord der Italiener damit um Welten geschlagen. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Es ist ein großartiger Erfolg und möchte mich bedanken. Erstens beim Energieinstitut für die großartige Idee. Zweitens bei den E5-Gemeinden und bei den ganzen Teams. Und vor allem bei den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Ländle, die in einer großartigen Teamarbeit diesen Weltrekord aus Italien fast um das Dreifache überboten haben. Das ist einmalig, das ist großartig, das ist ein bewegtes Ländle. Vielen Dank, Gratulation allen, die mit dabei waren. Ja, das hat noch eine Frage. Sie haben jetzt selbst den Endspurt noch auf dem Fahrrad verbracht. Sie waren am Anfang bei der Eröffnung schon am Fahrrad unterwegs, jetzt am Ende wieder. Da weiß man die Leistung der Vorarlbergerin noch mehr zu schätzen, wenn man selbst auch in die Pedale gestrampelt hat. Selbstverständlich, ich glaube, das ist wichtig, dass man selber auch mit dabei ist. Und damit einfach auch weiß, was jeder an Leistung erbracht hat. Und was mich eigentlich gefreut hat, dass Schulklassen mit dabei waren, dass Senioren und Senioren mit dabei waren, dass an und für sich die 5 Teams aus den Gemeinden, dass einen Wettbewerb gegeben hat zwischen den Gemeinden, zwischen den 5 Gemeinden. Und das heißt Energiezukunft Vorarlberg. Und da, glaube ich, haben wir eine große Aufgabe, eine große Herausforderung für den Klimaschutz und vor allem für unsere Heimat.